Herzlich willkommen bei Teil 2 Lost in Rotterdam. Wir sind gestern in Rotterdam versumpft und haben von unserer Zeit da leider dann den ganzen gestrigen Tag, also vorgestern sind wir versumpft und den gestrigen Tag hat zwar der Kopf, das Herz und der Bauch gesagt, ausfahren, aber der Körper hat gesagt, nein. Somit sind wir daheim geblieben und ja, jetzt rausgefahren, gleich mal ins Lochwasser mit dem Boot aufgesessen, nicht mehr rausgekommen. Aber die Mission lautet trotzdem jetzt ein Meter plus Hecht. Ob uns das gelingt, ja, ich bin zuversichtlich, wir haben da einen Spot, wo uns das jederzeit der gute Fisch kommen kann. Das werden wir durchhauen. Aber was ich die Befürchtung auch schon habe, wir wissen, dass da Barsche sind und werden es vielleicht doch nicht lassen können, dass wir da mal auf Barsch anfischen. Aber grundsätzlich, ich gehe jetzt nur mit größere Köder und Hechthurten. Los auf die dicken Muttis. Wie lange haben wir noch Zeit? 2 Tage leider nur. Also nur in heute und morgen, wo wir noch fischen. Und dann ja, schauen wir, ob da einer rauskommt. Aber ich bin zuversichtlich, weil ich gesagt, außer mit den Ruten und los geht's. Hey Max. Michi. Hey Petri. Bitte. Auf einen geilen Tag. Cool. Los geht's. Yes, das ist ein cooler Start an dem Tag. 3., 4. Wurf, ja. Aber das ist so schwierig, dass die Plätze da findest, auf die riesen Wasserflächen, wo sie tatsächlich dann auch wirklich Fisch aufhalten. Und es ist aktuell gerade so, dass im ganzen Hollandstief Krautfeld sehr, für meine Verhältnisse, schwarz umfinden ist. Es ist sehr wenig Kraut da. Und ja, da in dem kleinen See herinnen, in der Ammer, haben wir eigentlich so einen richtig guten Krautspot gefunden. Und der läuft hier. Petri. Geil. Geiler Start im Tag. Gleich mal nicht einmal so ein schlechter Fisch. Also das macht Motivation. Ich habe einmal angefangen mit einem Surfer Shettis wieder auf einer doch straffen Route. Eigentlich in der Hoffnung, dass ich über Kanten aber noch einen Barsch kriege, bevor wir reindriften. Habe gleich einmal einen Fisch verloren. Beim zweiten Wurf, glaube ich. Und das war jetzt der 4. Wurf. Der ist mir relativ lang nachgegangen, der hat immer hinbackt, ich habe mir gedacht, das sind Barsche. Und habe den Köder einmal fallen lassen vor dem Boot. Beim Bissdrücken, glaube ich, das ist vielleicht der Barsch. Ja, und war knapp vor dem Boot. Und das ist nicht einmal so ein kleiner Hecht. Dann schauen wir gleich einmal, dass wir den gut versorgen. Schöner Fisch. Nicht der größte, aber ein richtig cooler Start in den Tag. So schlecht finde ich ihn jetzt nicht. Schauen wir mal, was er hat, der Bursche. Ich würde sagen 82. Ich sage 84. Okay. Schauen wir. Er hat 87. Sehr geil. Ein bisschen verschätzt, aber so groß habe ich ihn gar nicht eingeschätzt, den Burschen. Der darf jetzt schnell wieder zurück. Das war der Übeltäter. Gedacht auf alle drei Spezies, also da kann ja der Barsch genauso kommen. Den letzten guten Barsch, da habe ich auch auf den Köder gefangen. Und natürlich auch der Hecht und der Zander ist ziemlich ramponiert. Und hat ihn auch vom Jig-Hocken runtergerissen. Schauen wir mal, ob wir den noch hinkriegen. Schaut. Das ist einmal nicht so prickelnd aus, aber vielleicht geht es, dass er noch einen Fisch bringt. Das war cool. Das ist nämlich der letzte, den ich in der Farbe mit habe. Man hängt zwar im Kopf immer bei den Farben, ich glaube natürlich, dass wir andere Farben auch finden werden, die Fische nehmen. Aber vorerst bleiben wir bei der. Und wir stehen jetzt direkt, sieht man schön am Echolot, direkt da vor uns verläuft der Krautkanten. Da drinnen auf
sage jetzt nochmal 15 Meter Distanz, hat es 1,5, 1,7 Meter. Und dann zum Boot zu, wo jetzt oben auf. Da hervorne haben wir jetzt 2,7, hinten 3, 3,5. Wenn wir in der Kanzel schauen, am Fuß herinnen stehen. Da fische ich eigentlich jetzt in der Früh oder jetzt, wo die Zunasse kommt, noch nicht direkt im Flachen, sondern wir stellen uns zuerst immer an der Kante und fischen einmal durchs Grat glatt. Und wenn das Grat vorbei ist, dann einfach in den Köder runterfallen lassen und die letzten paar Meter einfach nur über den Grund schicken. Da kann dann immer ein richtig guter Barsch dabei sein, weil die Barsche sind immer ganz, ganz flach. Wir haben jetzt die letzten Tage die Erfahrung gemacht, dass die ganz flach Schwarzumfänger sind. Vielleicht dann nicht so da sind. Da ist jetzt die Kanten, da lasse ich ihn dann runtersingen und tue noch ein paar Faulenzer bis zum Boot zu. Natürlich kann da jederzeit auch ein Zander einsteigen. Das ist halt da in Holland, im Rheindelta, das richtig coole von der Fischerei, dass du oft einmal alle drei Fischarten mit einem Bait und einem Spot fangen kannst. Eher im Frühjahr, weil die Zander sind jetzt doch schon vermehrt tiefer. Aber kann natürlich auch mal einer dabei sein, also von dem muss man immer ausgehen. Grad, einfach gerade freischlagen, durchleiern durchs Grad. Und da vor dem Boot die Kanten oben fischen. Aber knapp. Knapp von einem Meter. Ja. Yes! Jawohl! Sehr cool! Sehr, sehr cool! Bitte! Bitte, danke! Diesmal war er am Ilex Dexter Shed. Komplett wegballert natürlich. Freuen wir nochmal vom Haken schnell, Max, kannst du mir schnell einen Zaun geben. So, jetzt messen wir den coolen Bag da und schauen mal, was der Junge da hat. Von 95, 96, sowas, das passt gut. Sehr geiler Fisch, richtig cool. Und den lassen wir jetzt gleich wieder schwimmen. Yes! Bitte. Bitte, Dank. Hechte erst immer auslassen, wenn die aus eigener Kraft wegschwimmen wollen. Das machen wir immer ganz gezielt so. Macht auch voll Sinn für die Fische, dass die noch irgendwie da umdreht oder liegt dann da unten im Grat und erholt sich nicht. Sondern echt so lange halten, bis er mit eigener Power zeigt, er will weg und dann freilassen, dann passt es. Geht's den Fisch gut, geht's uns auch gut. Und dann unseren Hobby und unserer Leidenschaft das Beste. Mit der Voraussetzung, glaube ich, müssen wir ins Wasser gehen, sonst macht es kaum Sinn. Weiter geht's. Bam.
Wer viel fischt, der muss viel essen, damit er fit bleibt. Du bist da ganz schön fit. Einfach nur geil, gell? Nur zum Genießen. Das ist einfach nur mega. Next Pack, guter 60er, schöner Fisch. Zwölfer Schettis. Warum eigentlich immer der Zwölfer Schettis? Es macht einfach auch beim Barschfischen Sinn, wenn der Köder, wenn man vom Kraut wegaktiviert, schöne Flankbewegungen macht, und das macht halt der hohe Schettis sehr gut. Deswegen ist das echt ein Köder des Vertrauens da für die Fischerei. Der darf gleich wieder zurück. Bye bye. Sehr cool. Nächste Drift, nächster Fisch. Wir sind jetzt heraus an der Kanten, in der Drift, so gut das irgendwie möglich ist vom Wind her, über Graukanten. Aber wie gesagt, ist eben da an der 12er Schett, ist ein super gute Wahl. Kann auch der 14er sein oder so, den nimmt, oder ein guter Barsch auch noch. Aber mit dem 12er ist man so viel Hecht und Barsch ganz gut aufgestellt in die Situationen. Und wenn wir dann wieder ins Flachere reingehen, dann kommen wieder die fetten Swimbaits, wie der Clash oder der Blastbone oder whatever, was sie halt gern fischt im Flachwasser. Genau. Ich wie gesagt, fisch gern Blastbone, Tiny Clash, Jerk Freddy, Molix Glidebait. Ja, da gibt es eh. Die Kisten müssen halt einfach voll sein mit den verschiedensten Swimbaits, und dann kann man so Flachwassergebiete cool optisch. Knack, glaube ich, der knapp 90er Fisch könnte das durchaus sein. Spannend, wir haben gerade wieder einen Spotwechsel gemacht, weil wir den Platz einmal ein bisschen Ruhe geben wollten, auf dem wir jetzt immer gefischt haben, und wir wollten sich das Gebiet anschauen, weil es einfach so wunderschön ist da drinnen in dem See, und haben jetzt wieder so einen coolen Krautspot gefunden mit ein paar so vereinzelte Hecher, wie Kraut, oder? Und Krautbuschen. Yes, sir. Big Fish immer näher. Das ist echt ein wunderschöner Fisch. Er ist zwar nicht lang, aber richtig gut benannt. Aber ich glaube, dass er schon so über knapp in 1 gehoben wird. Messen wir schnell den Burschen. Und er spannt eh schon wieder halbwegs. Ja, 92. Der Max schätzt es immer ganz perfekt da. Er hat gesagt 93. Was hat er? 92, ja. 92, wunderschöne Mutter. Echt sehr geiler Fisch.
jetzt beim letzten Licht in Hofenheim gefahren. Ja, und es ist am Nachmittag auch nichts mehr gekommen, weil der Wind komplett aufgehört hat. Und wie der Wind weg war, haben die Hechte aufgehört zum Reißen. Es war spannend. Wir haben zwar immer wieder weiter probiert, ob nicht doch noch einer kommt, aber hat einer nicht getaugt. Diesmal das Windstille, und ich glaube, es ist immer gut, ein bisschen einen Wind drauf haben. Und der Wind ist ja komplett eingeschlafen, wir haben keinen Drucker mehr gekriegt. Genau, deswegen jetzt den Hafen. Und morgen geht es wieder mit gestärkten Kräften Vollgas weiter mit der Mission Big Fish. Heute waren wir schon knapp bei einem Meter hierbei. Vielleicht können wir morgen knacken. Also, bis morgen. Sechs in der Früh ist überhaupt nicht mehr Zeit. Aber der Maxi, der Hund, ist so motiviert und will schon im Finstern rausfahren, weil jetzt anscheinend die Packs am besten beißen. Das werden wir dann gleich abchecken, ob das wirklich so ist. Aber hat man gestern gesehen, er dürfte recht haben, die beißen am Morgen am besten. Deswegen nehmen wir die Hürden auf uns und jetzt geht's gleich aus dem Boot auf dicke Muttis. Nochmal? Oder hat das eh passt? Hat passt. Letzte Ausfahrt aus dem Hafen in Bischbosch, für dieses Jahr wahrscheinlich. Und ja, die letzte Chance für einen Meter Plus Fisch wollen wir heute noch ergreifen, und dann am Ende des Tages sagen wir alle gemeinsam, ob das was wird oder nicht, oder worden ist oder nicht. Ja, ich bin mega motiviert. Es soll mal ein paar Stunden regnen heim, werden wir sehen, wie schlimm das wird. Wenn es geht, bleiben wir draußen und ziehen durch. Bereit machen. Die morgendliche Stimmung da mit dem Sonnenaufgang, Alter, das ist, Alter, ja, das ist das, warum dass wir uns das ganze Jahr tun, oder? Warum wir das machen eigentlich? Das ist Fischen. Das ist herrlich. Also die Stimmung ist so der Wahnsinn, gell? Weil jeder jetzt von uns zwar so fokussiert ist, voll ruhig, voll leise, alles vorbereiten, alles kontrollieren. Das ist schon Fischen, gell? Das ist einfach mega. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das tut mir echt viel leid, aber irgendwo muss man ja das Ganze transportieren können. Passt das gut noch. Schaut noch ganz gut aus. Das Flur hat schon ein paar Mal das Grau gerissen, aber... Nein, doch nicht.
So, das war jetzt der fünfte Wurf für mich. Und 22 geschäft ist. Das ist nicht gerade der größte. Nein, ist gar nicht besser. Das war ein sehr geiler Start. Voll geiler Start, gell? Bitte, Max. Danke. 22 Schettis mit so einem 3 Gramm Birnenblei einfach am Sprengring nur dazu gehängt. Shallow Rig. Start ist gemacht. Wie wird der haben? 67, 68 sowas. Der Junge darf jetzt da gleich wieder schwimmen. Der war noch fit. Guter Start sein. Ha? Hängt zwar nicht gut, aber das passt. Man schafft, dass er sich gut löst, ohne dass wir viel mehr operieren müssen. Das ist ganz cool. Ohne Kescher macht einfach bei der kleineren Fisch schon Sinn. Bitte. Dass du nicht den Kescher gewöhnst. Das war's mit dem Schettis. Würde ich sagen. Zander! Fetter Zander, Alter! Sehr geil, sehr geil! Oh. Ja! Yes! Ja! Sehr geil! Kein Riese, aber auf dem Swimbad im Flachwasser kommt halt Zander immer, immer geil! Yes, Alter, der ist noch ein bisschen angry! Der Bursche, wenn wir ihn jetzt auf einen Plastboden im Flachwasser verhofft haben, aber sehr, sehr geiler Fisch. Hechte schauen jetzt, schaut jetzt irgendwie aus, wie wenn die inaktiv waren, obwohl es perfekte Hecht wieder war. Aber dafür kommen jetzt die Zander wahrscheinlich im Fort. Werden wir nun probieren, wie es weitergeht, aber war cool, wenn da nur einer kommt, aber ich freue mich jetzt schon mega über den.
so cool wie der Zander, wie die eingestiegen ist im Flachwasser, ist echt geil. Ich hoffe, das darf man nur mehr erleben, aber ich freue mich schon mal mega über das. Schauen wir mal, wie groß der Bursche ist. Ja, 77, ein bisschen drüber, 77 cm. 77er Flachwasserzander ist schon nice. Der darf jetzt gleich wieder zurück. Wollo! Passt! Weiter geht's! Bam! Mit dem Blastboden beim Hechtwerfen kann da halt immer ein Zander einsteigen. Die Chance hast, im Frühjahr ist das mehr, aber die hast natürlich auch jetzt, die werden richtig aktiv wahrscheinlich jetzt gerade bei dem Wetter. Normalerweise musst du reinfahren, es pisst volle Kanone, wir sind eigentlich durchnass. Gott sei Dank heute Grundens relativ trocken, außer das, was halt oben und unten irgendwo rein ist, in die Socken bin ich klatschnass und never stop casting, es kann da immer was mega geiles passieren, das hat mega gesehen. Perfekt, jetzt bleiben wir noch voll drauf und hoffen auf den einen oder anderen Fisch noch. Hey, voll schade, dass wir den Fisch jetzt verloren haben. Ich hab den Fisch schon gesehen, das war wieder ein guter Zander im Flachwasser. Ich glaube, die werden jetzt echt bei dem dritten Wetter aktiv und wir würden zwar schon gerne aufhören, aber wir müssen da jetzt durchziehen, oder? Das ist gerade mega geil. Den 100 auch gut eingewagt. Geht nicht mehr. Nein. Das Scheiß ist los, Alter. Hau ab jetzt mit deiner Linsen. Geh mal ein zurück. Was tust du jetzt? Filmen? Ja. Ja, sollen wir das schnell machen? Musst du mit Vierer gehen, oder? Ja, wir haben jetzt einmal einen Lunchbreak eingelegt, weil da draußen ist es einfach nur nass. Schnell ein bisschen aufwärmen und was zum Essen besorgen. Falls es euch interessiert, wie nass das ist, der Max hat seine Snickers schon mal in der Mikrowelle. Und ja, wir werden jetzt schnell was zum Essen checken und dann ein bisschen aufwärmen und dann geht's gleich wieder raus. Hey Leute, wie es üblich ist bei mir und bei Maxi, hat das ganze Einkaufen natürlich wieder alles ewig gedauert. Momentan ist voll der Wind und Welle, haben wir beim Zuberfahren gesehen am Wasser. Das heißt, wir haben uns dazu entschieden, durch das, dass es so spät geworden ist, dass wir nicht mehr ausfahren und den Abend dafür so noch gemütlich ausklingen lassen. Morgen treten wir die Heimreise an, Mission Metterhecht somit beendet. Auf ein paar Zentimeter haben wir das gesetzte Ziel leider nicht mehr erreicht, wobei die Fische und die Biss da waren. Es war mega cool, es war immer Spannung am Boot, es ist so viel passiert. Auch die Zanderbisse, was wir im Flachwasser gehabt haben und die wir auch gefangen haben, oder einen, was wir rausgekriegt haben, war eine Bombe. Ich habe mega viel Spaß gehabt, du Maxi. Hat perfekt gepasst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, gerne ein Like da lassen, einen Kommentar, Kanal abonnieren und dann sehen wir sie wieder im nächsten Streifen, wenn es wieder irgendwo abgeht. Bis dorthin, dickes Petri Heil und bis demnächst.